So, hi zusammen, jetzt geht's weiter mit dem siebten Teil. Im Ursprung wollte ich sogar damit den letzten Teil draus machen, aber es ist einfach zu umfangreich, wenn man das dann sieht, wenn man alles genau zeigen möchte und auch von der Datenmenge bei den 4K-Videos. In dem Teil geht es jetzt hauptsächlich nochmal um die Drehzahlanzeigen und auch um die Bodies, wie man dann den Motoren steuern kann. Und ja, schaut es euch an und ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann. Also hier bringe ich jetzt die Halter für den Drehzahlsensor an. An der Stelle sieht man es rechts neben dem Rad, dass ich da schon Halter gemacht habe für die Hauptwelle. Da habe ich leider kein Video dazu gemacht. Das habe ich immer so auf die Schnelle nebenbei gemacht. Die Kabel von dem Sensor muss man ein bisschen verlängern und natürlich tue ich das gleich einschrumpfen, dass das auch schön sauber alles dicht ist. Ja, das ist so ein Spiralband aus Kunststoff, damit kann man dann ein dünnes Kabel an dem dicken einfach mit festmachen und das schlängelt sich dann schön entlang und stört auch nicht weiter.
Ja, vom Material her ist das so eine kleine, so eine dünne Kunststoffplatte. Das ist total biegsam, das Zeug, kann man gut bearbeiten, kann man sogar Gewinde reinmachen im Endeffekt. Und das ist in alle Varianten bearbeitbar, wirklich ein tolles Zeug. Hier schaue ich mal, was ich für Bodydrehknöpfe in meinem Fundus drin habe. Und die sind dann später für die Drehzahlregler von den Motoren gedacht. Die Bodies schließe ich dann am Frequenzumrichter an und dann kann man von extern die Drehzahl regeln. We'll be right back.
Da ist es jetzt wichtig zu wissen, dass Bodies eine raue und eine feine Seite haben. Das heißt, also da, wo man jetzt die zwei Drähte anschließt, weil man braucht am Ende nur zwei, dort muss man eigentlich die feine Seite wählen, weil dann lässt sich's feiner regeln. Wenn man die falsche Seite verwendet, lässt sich's auch regeln, aber eben nicht so ganz genau. Und das ist vielleicht wichtig zu wissen. Ja, ich denke, das ist ein guter Platz hier neben den Frequenzumrichtern. Da schraube ich das dann hier an die Wand und da lässt sich das dann schön regeln, wenn man davor steht. Ja, das war wirklich kompliziert, die Drehzahlmesser anzuschließen. Da war kein Plan dabei, irgendwas mit Hieroglyphen drauf.
auf dem Kabel, auf dem Flachband standen dann ein paar Zeichen drauf, fast nicht zu entziffern, aber irgendwie habe ich es hingebracht. Nach ein paar Fehlversuchen, Gott sei Dank, sind die ziemlich unempfindlich, also man kann da schon mal falsch bohlen und da passiert nichts. So, jetzt muss ich da erst einen Ausschnitt in den Kabelkanal reinmachen, wo dann die Kabel, die Anschlüsse rauskommen. Und das mache ich mit dem Schälbohrer und dann geht das alles ganz einfach. Die grauen Kabel, die da noch rausschauen, das sind dann die von den Potties an den Frequenzumrichtern, um die Motoren zu regeln. We'll be right back.
Ja, das war jetzt der siebte Teil und ich glaube, jetzt gibt es noch einen Teil und dann ist das Thema mit der Lehmerslet durch. Mal schauen, ich habe da auch noch einen Schnellwechsler drauf gebaut. Vielleicht kann ich das auch noch zeichnen im nächsten Teil und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut.